meisten kennen das Schwein schon. Ne? Die haben das irgendwo da hinten stehen sehen, haben sich schon angeguckt. Ja. Und am nächsten Tag gibt es das dann. Ne? Der hat auch gehört, die frische Bürger, wenn er nachher ein Würstchen haben wollt, sagt er Bescheid, halten wir kurz an. Ne? Wenn ihr jetzt große Mengen kauft, macht ihr das bitte unten im Bus, weil das riecht dann ein bisschen. Ne? So, hier haben die so einen typischen Tante-Emma-Laden, hier auf der linken Seite. Abends ist da richtig Disco. Wie gesagt, der Präsident hat für die Tourismusgebiete Corona abgesagt. Corona gibt es jetzt nur noch in Santo Domingo. Also das ist alles ein bisschen... Gestern gab es da ein paar neue Regeln, wo wir auch ein bisschen Probleme haben. Das erkläre ich nachher dann, wie die ganzen Regeln ablaufen. So, sollte irgendeiner die Lust verspüren, sich impfen lassen zu wollen, dann halt mal kurz an, das geht ganz schnell. Und dann kriegt er gleich auf beiden Seiten eine Impfung, zack, zack. Und dann habt ihr gleich zwei und fertig. Hier in der Schule. Hier ist eine Impfstation. Die Arbeiter hier sind haitianische Gastarbeiter. Deklariert, was aber totaler Quatsch ist, weil die sind ja nicht zu Gast, sondern die leben und wohnen hier und haben ihre Kinder hier. Weil die können ja nicht, die kriegen jetzt 2 bis 3 Euro pro Tonne Zuckerrohr schneiden. Schaffen ungefähr eine Tonne am Tag, das heißt, die haben am Tag so um die 3 Euro. So, mit diesen 3 Euro kommen die natürlich nicht klar. Und dann können sie auch nicht noch einen Wechsel machen. Das heißt, nach einem halben Jahr gehen sie wieder zurück nach Haiti, wohnen dort. Wenn sie hierher kommen, wird ihnen alles geklaut in Haiti. Wenn sie hier weggehen, wird ihnen alles geklaut. Hier geht nicht. Ja, früher haben sogar nur die Arbeiter hier gewohnt, ohne Familien. Und das war dann ein Riesenproblem. Da gab es dann sehr viel Aufstand, Probleme. Und die haben ihre Frauen gebraucht. Und dann konnten sie ihre Frauen mit hinterherholen, mit den Kindern. Jetzt mal nach links, wir steigen gleich aus. Ne, wir steigen aus, können da richtig gucken. Bitte lauft nicht in so einen Traktor rein. So, auf der linken Seite habt ihr jetzt die Anhänger. Zwischen 30 und 40 Tonnen Kapazität haben die. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, jetzt fährt er da mit seinem Traktor drunter. Der dort mit seinem gelben Helm auf, lässt das jetzt runter. Die haben schon Ketten unten reingelegt. Da wird es jetzt einfach eingehakt. Und dann wird das ganze Zuckerrohr, das sind jetzt ungefähr 7, 8 Tonnen, die werden dann rüber gemacht in diesen Anhänger, so lange bis der voll ist. In dem Moment, wo das gehoben wird, seit einer Woche, sitzt da jetzt einer mit einem Funkgerät, wo der eben wie eine Waage funktioniert und das dann gewogen wird. Früher war das mit Pressluft, richtig mit einem Schlauch und so, und jetzt haben sie seit einer Woche, wenn es dann noch funktioniert, zum Funkgerät. Da drinnen steht ein uralter Dieselmotor, der dann richtig hier draußen bei dem EC 400 03, da guckt der Auspuff raus und da knallt er dann den ganzen Diesel raus. Also ein Auspuff, also den wie sagt ihr, aus wie heißt das, was aus dem Auspuff kommt? Die Abgase, genau. Da kommen die Abgase raus. Ja, ich bin schon lange hier. Spanisch alles. Und da, wie gesagt, das wäre jetzt umweltschutzmäßig natürlich nicht unbedingt das Tollste. Da kommt auch noch was dazu. Seht euch an. Ne? Also es geht richtig ab. Ne? Ihr könnt uns gleich angucken. Wir sind gleich hier draußen und schauen uns das alles an. Oye, quita la gente de la cuagua. Sí, no, ahí. Es para allá.
Impfgegnern, Impfbefürwortern und so weiter. Ich will auf dieser Schiene gar keine Diskussion mehr machen, weil dieses Thema wurde schon tausendmal durchgekaut. Es muss jeder einfach für sich selber entscheiden. Jeden Tag kommen neue Meldungen rein, Verschwörungstheorien und was weiß ich. Also ich habe da schon zu dem Thema fast gar keine Lust mehr. Ich sage euch, ich bin Genesener, für mich jetzt. Ich habe es gehabt im Januar. Es war eigentlich bei mir eine ganz lockere Geschichte. Ich bin Asthmatiker, das heißt, wenn ich eine Grippe habe, eine normale, liege ich im Krankenhaus und brauche Sauerstoff. Ich hatte Corona gehabt und brauchte nichts. Ich habe die ganze Zeit gesoffen und geraucht. Vielleicht deshalb. Und ich hatte halt 10 Tage nichts gerochen. Ich fand das richtig toll. Habe meinen Tank da, ich habe da so einen Tank voll mit Müll. Da kannst du nicht mal 3 Meter in die Nähe. Was er jetzt macht, er nimmt jetzt das Kapote, das ist das allererste Blatt, ihr seht, ein halbes Blatt, und dann nimmt er 4 Tabaksorten, die Zigarre besteht aus 6 Tabaksorten. Das erste Blatt, 4 Tabaksorten, dann rollt er die da drüber unter Druck, dann wird das noch ein bisschen verklebt, aber nicht mit Uhu, alles Kleber, sondern mit Harz. Von bestimmten Räumen, also alles Natur, dann wird es zurechtgeschnitten und dann kommt das in dieses Molde. Das ist eine Presse. Und da wird das jetzt hier vorne in der Presse richtig zugedreht, mit Führer, bitte, für 1 Stunde gepresst. Wenn der Rohling dann fertig ist, gepresst ist, dann kommt er dahinter an diese Maschine. Und da wird auf Druck geprüft, ob die Zigarre richtig gestopft wird. Warum? Wenn die Zigarre zu leicht gestopft wird, nehme ich die und die brennt sofort ab, weil sie zu wenig Tabak kommt. Ist die Zigarre zu fest gestopft, ziehe ich ab, werde selber noch halb ohnmächtig und funktioniert. Deswegen geht das immer aus. Früher haben die Arbeiter die genommen, haben sie gehoben und gedrückt und dann wussten die, ob die Zigarre den richtigen Tabak hat. Heute brauchen die das nicht mehr. Alles geht da hinten an die Maschine. Und die Druckprüfung sagt dann, ob die Zigarre der Rohling okay ist oder nicht. Wenn das okay ist, dann kommt er hier zu dieser Frau. Und die macht jetzt das letzte Blatt rum, hier ist jetzt von Medicare zu USA. Wir schauen uns das jetzt mal an. Die nennt sich jetzt ein Rohling, da drinnen den Rohling, der da gepresst wurde und geprüft wurde. Den nimmt sie jetzt, nimmt da dieses halbe Blatt. Leichte Blatt, schneide das zurecht, ja, wenn ich es nicht gucke, dann rollt die diese Zigarre da rein, verklebt das wieder mit dem Harz, nein, nicht mit dem Ja. Dann wird alles, was sie jetzt macht, das schneiden wir später wieder ab. Jetzt wird noch geklopft. Jetzt wird noch was ausgeschnitten, ausgestanzt. Und dann macht ihr das hinten drauf. Dann wird die Zigarre auf Maß geschnitten. Und dann kommt die zum Anfang. So, diese Zigarre hier ist im Prinzip fertig. Aber ein guter Zigarrenraucher raucht diese Zigarre nicht. Warum? Diese Zigarre ist noch zu frisch. Das heißt, diese Zigarre hier würde jetzt nicht richtig brennen, funktioniert nicht richtig. Diese Zigarre muss jetzt gelagert werden. In solch einem Raum. Kommen wir mal mit. Können wir springen? Ja, ich kann springen. Du kannst steigen. Und es ist schön, wenn eure Augen sich dran gewöhnen. Leider gibt es eine Lampe, die das gestrahlt hat. Nicht mehr. Direkt vor uns. Seht ihr das? Das ist so ein Schwange darstellt. Und der Stalag geht da. Oha. So, geht mal hin. Vorsicht immer mit den Stalaktiten. Wenn ihr einen Fotoapparat in der Hand habt, seht ihr das. Vorsicht im Kopf.
genau zwei. Ich bleib hier. Bist du auch Liguaner? Ich bin mir nicht so sicher. Guck mal, ich alleine bringe schon fast vier. Fast. Ja, fast. Schaut, die ganze Wäsche hängt auf Stacheldraht. Dadurch kann sie nicht wegfliegen, aber es gibt dann auch ein schönes Loch im Hemd. Ja, wer hier an den Stacheldraht dranhängt, wie gesagt, kriegt seine Wäsche wieder, aber danach auch ein Loch im Anzug. Manche haben schon eine Klammer jetzt. Ja, da hat sich jetzt unterm Kiel, das ist halt so hier, das hinter dem. Okay. 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 Ok
Hier. Bereit? Ich hab dich sofort. Und los. Und weit, geh weit, weit, weit zu mir, weit zu mir. Weit. Und los. Ja! Genau. Was gibt es heute? Krabbe am Spieß? Schmeckt ehrlich die Kirche. Das ist doch langweilig. Musst du denn auch schon schreiben, Die 79 hat sich die Natur erbarmt, hat das Ding ausgerissen. Es war ein Jahr mit vielen Stürmen, unter anderem Hurricane David, hat das Ding aufgerissen und für uns zum Glück wurde es nie mehr wieder hergestellt, sodass wir außen rumfahren können. Wenn Sie sich natürlich wundern, sagen, ja, das bisschen Mauer, das gibt doch kein Wasser. Ich habe gesagt, die Flüsse sind flach, ohne Gefälle. Wenn ich also hier sperre, Flussbreite, 1,5 Meter, und das dann zurück nach oben, etwa 6-7 Kilometer, 8 Kilometer, dann gibt es dann halt trotzdem einen Haufen Wasser. Ist offen, wer will, der darf. Okay, wir machen alle mit, wir gehen die Zeit mit einer Reihe und hoffen, es wird besser weit aus. Kutschen dir verpickt, der wäre nicht schlecht, oder? Ja, also achtet jetzt auf die Farbe, nachher die. Genau. Hat sie nicht so schnell. Der ist auch sehr klein, noch sehr jung. Ja, ja, ich weiß schon, aber nicht so schnell Farbe umändern, weißt du? Der ist sehr, sehr jung. Bau, bau. Ich will die fotografieren. Ich denke schon, dass die sich ein bisschen an die Menschen. Sufke, wer spuckt er dir ins Gesicht?
Nee. Also, die können beißen, glaube ich, ne? Dieser. Das Ding hier ist so scharfkantig, der hat das schon. Das ist schon weh. Mach kein Wasser. Ja, noch ein bisschen gerne. Okay, dann geht's ja.